reist jetzt einfach im Vorzuge des Reformationsjubiläums in alle Welt. War unter anderem im Libanon, in einem Flüchtlingslager, war aber auch schon in Kuba, wo sich Veränderungen vollziehen. Und jetzt eben hier an der Grabeskirche. Das eine, das, was uns bindet, stärker ist als das, was uns trennt. Und das kann man an einer solchen Stelle wie hier in Jerusalem an vielen Orten menschlich und geistlich gut sehen. Und das andere ist, dass ein Miteinander einfach auch Vertrauen schafft. Und das ist etwas sehr Schönes und Hilfreiches. Theologisch hängt das mit dem zusammen, was Erzbischof Zollitsch heute gepredigt hat, dass wir Versöhnung leben. Und Versöhnung zu leben heißt menschlich immer solche gemeinsamen Wege zu gehen, um den anderen als anderen kennenzulernen und ihn wertzuschätzen und auch zu sehen, was uns da neu binden kann. Außerdem kann man in dieser Stadt sehen, dass es immer eine hohe Kunst ist, mit ganz vielen Menschen unterschiedlichen religiösen Bekenntnissen zusammenzuleben. Und je mehr man für den Frieden tut, umso mehr tun wir für die Menschen. Ja, ich bin schon relativ häufig hier gewesen und bin jedes Mal wieder innerlich dermaßen berührt davon, wie eng wir mit der Geschichte des Judentums auf eine solche grausame Weise verbunden sind und wie wichtig es ist, auch diese Erinnerungskultur zu bewahren, damit auch wirklich alle wissen und alle Generationen wissen, dass sowas nie wieder sein darf. Bilder erschüttern jedes Mal neu. Also es ist jedes Mal wieder besonders schmerzlich, erschütternd, vor allen Dingen dadurch, dass diejenigen, die die Ausstellung hier konzipiert haben, deutlich machen, es geht um Menschen, man sieht Gesichter, man sieht einzelne Schicksale, es wird nicht einfach mit großen Zahlen operiert und das ist immer wieder neu für mich wirklich erschütternd. Da gibt es keine Gewöhnung. Das will ich hier auch nochmal sagen. Insofern kommen einem zwischendurch auch immer noch mal die Tränen. Und man spürt natürlich, wenn man hier hinkommt, als Bischof, als Christ, aber wir kommen eben auch als Deutsche hier hin. Das ist aber immer auch ein Teil unserer eigenen Geschichte. Das ist nicht abzustreifen und dem haben wir uns zu stellen. Aber das ist auch eine besondere Verpflichtung. Ja, in dem Moment war das ja wirklich so, als ob ich meinen Namen einreihe in die Namen derer, die ich da gehört habe, wohl wissend, dass ich deren Schicksal ja nicht teile. Die Namen, die wir gerade gehört hatten, durften alle nicht mehr weiterleben und ich darf leben. Und ich verstehe das auch als Verpflichtung, dass mein Name da jetzt steht, dass ich das weiter trage mit mir und in die Welt trage.